Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute zeige ich euch auf Wunsch von einer Zuschauerin, wie ich eine Ananas zeichne. Und ich versuche das möglichst einfach zu zeigen, damit ihr das auch gut nachzeichnen könnt. Denn eine realistische Ananas ist nicht so leicht, aber man kann das Prinzip ganz gut nachvollziehen und genauso werde ich versuchen, es für euch irgendwie mit der Erklärung einfacher zu machen. Also, der Stift, mit dem wir anfangen, ist ein 187er. Das ist so ein ganz helles Beige und mit diesem Stift möchte ich die Vorzeichnung machen. Ihr seht hier, ich habe ein Oval gemacht, also die Form von der Ananas und jetzt reihe ich einfach so kürzere Blätter, die nach oben hin immer länger werden. Auch hier mal gebogen, immer länger. Das ist ganz typisch für die Ananas. Immer länger und je nach Schönheit, je nach Platz, so wie ihr das habt, beendet ihr das Ganze. Und dann haben wir das so im Großen und Ganzen. Das kann man hier später auch ein bisschen hübscher machen. Und wie wir jetzt diese Samen am besten machen, zeige ich euch auch. Also, ihr macht euch ganz zarte Linien, die ein bisschen das Ganze strukturieren. Und zwar wie so ein gebogenes, kariertes Blatt, sage ich mal. Ungefähr, meine sind jetzt in diesem Fall so 1,5 cm ungefähr breit. Und auch hier in die Richtung, so gebogen. Ungefähr so. Und nach unten hin ein bisschen vergrößern. Genau. Und jetzt zeige ich euch in der Mitte einfach mal, wie so ein Samen am besten zu zeichnen ist. Die haben ungefähr so eine Form. Und genauso müsst ihr dann die restlichen hier ein bisschen so dazu zeichnen. Haben so ein bisschen so diese Sternenform. Also man muss sie schon ein bisschen in diesem Rechteck anpassen. Ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt nicht die Form genau perfekt hinbekommt. Ich weiß auch gar nicht, was die perfekte Form genau ist, denn diese Samen haben sich aneinander angepasst. Das heißt, ihre eigene Form variiert so ein bisschen in diesem in dieser Raute, also es ist ja nicht Quadrat, so ein bisschen Raute, hat ein bisschen was Bayerisches. Ihr kennt ja die bayerische Fahne wahrscheinlich, so blau-weiß, diese blau-weißen Rauten, die so ein bisschen den bayerischen Wolkenhimmel, also den blauen Himmel mit den weißen Wolken darstellen sollen. Und es sind genauso rautenförmig. Allerdings sind die Rauten da spitzer, also nicht so quadratisch wie bei der Ananas. Aber immerhin bekommen wir es ganz gut hin. Und hier so ein bisschen ja, dieses Volumen des Samens, dieser Struktur anpassen. Müsst ihr halt bei jedem einzeln machen. Hier könnte man, theoretisch könnte man das hier abgrenzen und hinten nochmal einen Samen machen. Weil wir haben ja ein bisschen so eine Perspektive. Das heißt, nach hinten wird es immer, also kleiner oder flacher, wie soll ich das am besten ausdrücken? Genau, und nach unten auch so hin. Manche sind relativ rund, da muss ich dann dazwischen, das werden wir jetzt beim Ausmalen machen, muss ich dazwischen vielleicht ein bisschen mehr ausmalen. Also diesen Teil hier, seht ihr. Aber da beenden wir erstmal die Vorzeichnung.
Ich hoffe, ihr kommt noch einigermaßen mit. Eine Ananas wollte ich schon sehr lange machen. Ich habe auch, also bei Spreadshirt habe ich einen Shop, den ich zeichnet. Und dort verkaufe ich ab und zu so Designs für T-Shirts oder andere Produkte. Gibt es auch so Taschen und Hoodies und so weiter. Und da habe ich auch ein Ananas-Design dort gemacht, so aber ganz grafisch vereinfacht. Und es geht total gut. Das wird sehr gern gekauft. Und da habe ich das auch total vereinfacht. Also da ist dazwischen zum Beispiel, zwischen diesen Samen ist einfach das T-Shirt zu sehen. Also das kann ich euch unten mal verlinken, damit ihr wisst, was ich meine. So, dann hat jeder Samen noch zusätzlich so etwas. Also wir machen da einfach so etwas wie ein Stern. Seht ihr das? Das ist, glaube ich, die einfachste Variante, die ich mir ausdenken konnte, damit wir diesen Samen ein bisschen strukturieren. Ich kann das nicht anders benennen. Also wie so ein sternförmiger Weihnachtsbaum. Keine Ahnung, wie diese Form aussieht. Auf jeden Fall, damit ihr das auch vereinfacht irgendwie erkennen könnt. Seht ihr das Ganze überhaupt? Ich biege das mal so ein bisschen, damit es so besser zu sehen ist. Und es ist ungefähr ab der Hälfte, das habe ich jetzt hier zu weit nach oben, also ungefähr ab der Hälfte fängt dieses Ding an. Ab der Hälfte dieser, man kann sogar sagen, Pflaster, Ananas-Pflastersteine. Aber es sind, glaube ich, die Samen, oder? Da kenne ich mich nicht so aus. Genau. Also ungefähr so. Und jetzt, meine Lieben, nehmen wir einfach mal ein schönes Grün und machen erstmal die Blätter, zumindest ein paar davon. Also hier machen wir jetzt den Schatten, das wird die dunklere Seite und hier werden wir heller. Ich zeichne auf einem Papier, das ich eigentlich für meine professionellen Illustrationen benutze. Es ist ein Aquarellpapier eigentlich, aber ich habe mir gedacht, so eine Ananas kann man ja super schön einfach so als Karte verschicken. Das heißt, falls ihr ein besseres, ein dickeres Papier habt, könnt ihr das gerne auch ausprobieren, dass ihr das für eine Postkarte praktisch malt. Dieses Grün, das ich habe, ist 168, falls ihr das genau haben wollt. Genau. Das werde ich jetzt so weit lassen. Das können wir später beenden. Denn ich will hier mit diesem Stift, das ist mein Lieblingsstift zurzeit, 172. Das ist so ein Allround-Talent, sage ich mal. Das ist so ein Grau-Grün, also Grey-Green. Ganz toll. Und man kann mit dem echt viel machen. Vor allem, weil die Ananas so ein bisschen, ja, diese dunklen, also dunkelgrün hat, aber auch so leicht ins Silberne schimmert. Und es gefällt mir einfach gut, wie die das so macht. Das können wir hier komplett so machen, da haben wir das Grün jetzt nicht da. Und das hier auch so. Und für das andere Grün nehmen wir ein, ich glaube, das ist so ein ganz normales Lichtgrün, 171. Ich bin nicht so ein Fan davon, irgendwie ist es mir zu grell. Aber hier für die kleinen Blätter so kann man das mal verwenden. Also so würden die Blätter aussehen. Ich mache das mit Absicht so, weil ich Angst habe, dass das Video zu lang ist und irgendwann die Kamera nicht mehr mag. So, jetzt will ich ein bisschen mit Gelb rein. Das ist ein 108
orangegelb, sage ich jetzt mal. Und wir machen das folgendermaßen, also wir werden hier auf dieser Seite mit Gelb beginnen. Also dieses Orangegelb. Und werden aber nach hinten eher ins Grüne reingehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Also die Ananas, die ich habe, ist hier auf dieser Seite eher gelb, also die wird vom Licht auch angestrahlt. Auf der anderen Seite wird sie aber immer dunkler, das heißt im schattigeren Bereich muss ich mir was anderes ausdenken, wie ich die genau mache. Jetzt brauche ich doch ein Braun. Das ist ein 176er Braun, weil mir fehlt irgendwie hier dazwischen die Struktur, genau. Da müssen wir jetzt ein bisschen rein, damit wir diese Samen voneinander abtrennen können. Und zwar müsst ihr bitte in den Ecken das einfach verdeutlichen, wie die Vorzeichnung vorher war. Und hier in diesem Bereich, weil hier der Schatten sein wird, könnt ihr ein bisschen mehr davon benutzen, von diesem Braun. Genauso, denke ich mal. Hier möchte ich ein so ein Blatt reinziehen, das später grün wird. Und hier möchte ich einfach mal ein bisschen Kontrast reinbringen. Aber das kann man auch später machen. Alles kann man später machen. Auch mal mit dunkelgrün. Hoppala. So, und hier haben wir jetzt das gleiche Grün wie vorher bei den Blättern. Also 168er. Da gehen wir jetzt aber so rein. Ja? Einfach damit wir diesen Schatten haben. Und die Samen selbst, da brauche ich auch ein bisschen ein Orange. 111er, glaube ich, ist das. Das will ich irgendwie hier. Also die Samen, es ist für mich ein bisschen schwierig, weil alle Samen sind an sich anders. Also das ist echt interessant. Mal gehe ich mit Orange rein, mal mit Gelb rein. Aber hier die dunklere Seite wird auf jeden Fall dunkler einfach. Das heißt, es kann sein, dass ich hier sogar mal mit Braun reingehe. Versteht ihr? Weil wir vorne Licht haben und hier wird es aber immer schattiger. Und man kann auch ruhig so ein Gelb auch mal hier verwenden. Also dieses Gelb-Orange, das 108, was habe ich gesagt, 108er. Und dazwischen aber auch, trotzdem müssen wir die Samen ein bisschen voneinander trennen. Genau. Und dann gehen wir mit dem gleichen Stift, den ich vorher hatte, für die Vorzeichnung, gehen wir ein bisschen hier damit rein. Der Stift war ganz gut dafür, weil eben die Ananas hier auf dieser Seite einfach vom Licht nicht so verwöhnt wird. Die ist nicht so beleuchtet auf dieser Seite. Und da müssen wir ein bisschen so rein. So ein bisschen reingehen. Genau. Und für die helleren Seiten, da nehme ich jetzt einfach mal ein ganz helles Gelb
und male die Ananas so ein bisschen aus. Und zwar ist es die 106, weil ich einfach einen Grundton brauche. Und ich weiß nicht, welcher am besten ist, außer dieses ganz helle Gelb. Ich will nicht grau oder irgendwas Beiges nehmen. Wenn man so drüber geht, verschmiert sich sowieso die ganze Farbe ein bisschen. Das tut dem Ganzen ganz gut, weil wir nachher nochmal so die Konturen machen können. Und hier gehe ich einfach mit diesem Braun rein, damit wir den Schatten von dieser Ananas besser machen können. Anders geht es nicht, meine Lieben. Und hier mit Orange ein bisschen. Und jetzt können wir mit dem Braun noch ein bisschen diese hier Sachen verdeutlichen. Also das, was es hier so an Schattierungen gibt. Wisst ihr noch, den sternförmigen Weihnachtsbaum? Ja, da muss man das so einzeln machen. Ich mache es sowieso relativ, also realistisch kann man das jetzt gar nicht so nennen. Es ist relativ künstlerisch angesetzt, sage ich mal. Das heißt, mit viel Fantasie kann man eine Ananas erkennen. Hier und da steht auch mal was ab, ja, kennt ihr ja. Aber und hier drunter gehen wir ein bisschen mehr mit Schatten rein, ja. Also hier steht die Ananas praktisch irgendwo am Boden auf den Tisch und da haben wir. Und hier und da muss man natürlich auch ein bisschen mit Grün rein, weil sie eben all diese Strukturen haben. Aber wie gesagt, die Samen selbst sind, ja, jeder Samen ist nochmal anders einzeln. Aber so im Großen und Ganzen seht ihr, was ich meine, ja? Also es sieht so ein bisschen aus, schon langsam wie ein Gemälde von Monet oder keine Ahnung, von irgendeinem dieser expressionistischen Künstler. Nein, das nicht. Also die machen da ganz großartige Sachen. Aber weil ich das so ein bisschen ja schon sehr spontan zeichne und das Papier ist auch nicht so glatt, wie wir es sonst immer benutzen. Deswegen. Also falls die Kamera aufhört irgendwann dazwischen, will ich einfach euch sagen, das ist das Prinzip der Ananas. Ich werde jetzt weiterzeichnen, weil die Kamera nach 26 Minuten, glaube ich, von alleine sich ausschaltet. Und ich das Gefühl habe, ich schaffe es vorher nicht. Deswegen sage ich es euch, aber ich zeichne weiterhin mit euch, bis die Kamera meint, nee, es reicht. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser unterteilen, also so in so Dreier, seht ihr? Kann ich das auch als Stern benennen? Ist das so ein Stern? Kein Stern. Ich weiß nicht, wie die Form heißt. Wie so eine umgedrehte Knospe, aber das hat mehr Stil als jetzt so ein zerbissenes Samenkörnchen. Seht ihr, wie ich das mache? So, Dreier. Und hier drunter immer schön schattieren, auch mal mit dem braunen Stift. Also wir haben immer noch 178er, habe ich das genannt vorher, ich hoffe schon, 178er. Oder einfach ein dunkelbraun. Ihr wisst schon, ihr müsst nicht genau die Farben verwenden, die ich verwende. Hier auch ein bisschen mehr Schatten. Das Wichtigste ist, dass ihr hier zwischen den Samen schön eine Abgrenzung macht, die ja genau dem entspricht irgendwie, dem Samen. Die sind zwar alle anders und alle passen sich irgendwo aneinander an,
Aber sie haben eine, also zum Beispiel ist es hier oben ein bisschen runder bei allen und hier unten dafür spitzer. Also hier runder und hier spitzer. Ungefähr so. Und hier machen wir das auch. Jetzt muss ich gucken, ob da auch ein bisschen was raussteht. Ja, ab und zu steht hier ein bisschen was raus. Das ist ja reliefartig alles. Hier ein bisschen runder. Ein bisschen spitzer, genau. Ja, und dann habt ihr das im Großen und Ganzen. Habt ihr so die Struktur, hoffe ich, verstanden. Ich habe jetzt auch dazugelernt, muss ich zugeben. Am Anfang habe ich mir das nicht so vorgestellt, habe einfach angefangen zu zeichnen und festgestellt, dass die Struktur, die man hier so entwickelt, doch ganz eine klare Sache ist. Und eine Ananas ist ziemlich ein dankbares Gewächs. Egal wie man die macht, man erkennt sie ziemlich schnell. Man kann sie jetzt mit einem Tannenzapfen verwechseln, aber diese oberen Teile, also das hier, was wir jetzt hier ein bisschen beenden wollen, weiterzeichnen wollen, das ist schon sehr typisch Ananas. Also ich kenne keine andere Pflanze, die das hat. Vielleicht irgendeine exotische, keine Ahnung. Aber zumindest hier bei uns in der Nähe nichts. Das ist das gleiche Grün wie vorher. Wir haben diese Stifte eigentlich alle benutzt. Auch hier das Grey Green, also diese Nummer 172, die ich euch so wärmstens empfehlen kann, weil die für viele Dinge geht. Die kann man bei Grau und bei Grün verwenden. Das ist echt schön. Ist praktisch so ein, die Farbe von diesem Patina. Ton, den es gibt überall, also so altes Holz oder alte Metall, irgendwelche Töpfe oder keine Ahnung. Das ist und viele Pflanzen, also so silbrige, silberschimmernde Pflanzen haben diesen Ton. Also seitdem ich das entdeckt habe, bin ich hellauf begeistert. Hier machen wir das anders, also dieses Blatt ist hier geschlossen und dieses hier auch, also da machen wir es innen grün und hier außen hellgrün. Und was ich aber machen wollte danach ist, nochmal mit einem ganz dunklen Grün reingehen. Ich hoffe, mir bleibt jetzt die Zeit. Filmt die Kamera noch mit? Oh, nicht mehr lange. Da muss ich mich beeilen. Also die unterbricht meine Filme sehr oft bei 26. Und ich habe mir schon gedacht, mittlerweile bei so Filmen, die ich sehr lange mache, bei so Videos, habe ich Angst, dass mittendrin in der Zeichnung und ihr dann das Ende nicht mehr sehen könnt. Und schneiden mag ich einfach nicht mehr, das ist mir irgendwie zu aufwendig geworden. Also, dieses Dunkelgrün, das ich jetzt verwende, ist 267, ihr Lieben. Und jetzt könnt ihr so richtig schön bei den Blättern hier reingehen und hier unten so ein bisschen den Schatten einfach kontrastreicher zeichnen. Seht ihr? So ein bisschen feiner alles. Also da, wo die Spitze ist, dran ein bisschen das Dunklere dahinter betonen, damit man ein bisschen mehr Volumen hat und ist auch immer hübscher, wenn so Kontraste drin sind. Sieht nach jetzt beendeter, komplett ausgearbeiteter Illustration aus. Wobei man in 26 Minuten jetzt eine Ananas zeichnet, das ist schon... Auf jeden Fall habe ich genau das gemeint. Und falls jetzt wirklich mal die Kamera meint, es reicht, wisst ihr Bescheid.
wie das Ganze geht und ich hoffe, dass es euch gefällt. Die Ananas wollte ich schon länger zeichnen. Und jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen eine hübsche geschafft habe. Grundsätzlich ist es immer schön, wenn ihr helle Sachen zeichnet,